Eine neue Woche. Wir haben Montag, den 7. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Mit WA Self Invest und Fit for Finanzen schauen wir auf den DAX, auf den deutschen Aktienmarkt. Direkt nach dem Intro mit meinem Gesprächspartner Roland Jegen. Den möchte ich natürlich gleich begrüßen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, freut mich, dass wir wieder auf den DAX schauen können. Hat sich ja viel getan. In der letzten Woche ist das Format ausgefallen, aber umso euphorischer ging der Markt scheinbar nach oben. Er freut sich, dass wir wieder zusammen drehen dürfen. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Er zeigt wirklich enorme Stärke in den letzten Handelstagen, auch insbesondere im Vergleich zu den US-Indizes. Und da schauen wir mal, was wir vielleicht dann auch für die aktuelle Handelswoche zu erwarten haben und welche Aktien da auch besonders im Fokus stehen. Ja, sehr gerne. Dann starte gern mal die Handelsplattform, den Nanotrader, den nutzen wir erstmal in der Analyse und dann sind wir auch schon mitten im Marktgeschehen. Genau, starten wir wie immer mit dem DAX im Big Picture und nutzen dafür hier den DAX Future. Und ja, hier sieht man, dass wir in den letzten beiden Handelswochen, in denen wir jetzt nicht gesprochen haben, diese markante Trendlinie, die wir schon das ein oder andere Mal angesprochen haben, diese Abwärtstrendlinie nach oben gebrochen haben. Dann kam auch der Retest von oben. Das heißt, hier war letzten Donnerstag durchaus eine interessante Einstiegsgelegenheit und am Freitag haben wir dann auch einen enormen Push nach oben gesehen, insbesondere dann auch nach den US-Arbeitsmarktdaten. Und jetzt sind wir an einem sehr, sehr markanten Niveau angekommen. Und zwar ist das der 200-Tage-Durchschnitt. Hier diese Magenta-Linie, die wir ja schon seit einigen Monaten nicht mehr getestet haben. Das war zuletzt Anfang Februar der Fall, als wir quasi hier nach unten gebrochen sind, den 200-Tage-Durchschnitt von unten getestet haben. Und dann kam dieser Abwärtstrend, in dem wir uns weiterhin befinden. Und jetzt dürfte es interessant sein, ob dieser 200-Tage-Durchschnitt zurückerobert werden kann oder ob da es vielleicht zu den ersten Gewinnmitnahmen kommt nach dieser durchaus beeindruckenden Rallye, die wir seit den Jahrestiefs hier gesehen haben, oder ob der Markt weiterhin diese Stärke zeigt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier zumindest ein gewisser Druck hier reinkommt oder wir in eine Seitwärtskonsolidierung übergehen. Auch das würde weiterhin Stärke symbolisieren. Wir können auch noch die anderen gleitenden Durchschnitte hier zum Beispiel im DAX CFD mit hinzunehmen. Da sieht man ein ähnliches Bild. Wir haben ja mittlerweile zunächst den 20-Tage-Durchschnitt, den 50- und den 100-Tage-Durchschnitt zurückerobert. Das war auch letzten Donnerstag nicht nur ein Retest der Trendlinie von oben, sondern auch des 100-Tage-Durchschnitts von oben. Von daher durchaus eine interessante Gelegenheit hier vielleicht auf der Long-Seite. Wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten gehen, also auch hier Volumenprofil und VWAP auf Quartalsbasis, dann sieht man, dass dieses Quartal, das letzte Quartal des Jahres bisher wirklich sehr, sehr stark verläuft. Wir haben mittlerweile die komplette Value Area des Vorquartals durchlaufen und sind jetzt sogar nach oben ausgebrochen. Also das sieht man sehr, sehr selten, ohne hier vielleicht einen Retest des VWAPs des aktuellen Quartals zu sehen. Weiterhin diese enorme Stärke im Markt. Und das dürfte jetzt auch für die kommenden Tage oder vielleicht Wochen ein Schlüsselbereich bleiben. 13.430 circa. Sollten wir wieder unter diese Marke fallen, ist hier durchaus auch eine größere Gegenbewegung wieder möglich. Auf Monatsbasis sehen wir auch ein ähnliches Bild. Hier auch die enorme Stärke. Wir sind außerhalb der Value Area des Vormonats gestartet. Es gab einen kleinen Rücksetzer, aber es ist dem Markt nicht mehr gelungen, hier die Value Area des Vormonats Oktober zu testen. Und dann kam in der letzten Woche quasi hier schon dieser enorme Aufwärtsimpuls zum Ende der Woche. Und auch in dieser Woche sieht es jetzt bisher weiterhin sehr, sehr stark aus. Man sieht hier die Eröffnung heute Nacht etwas schwächer, also da wurden erstmal die Gewinne hier leicht verdaut. Der Rücksetzer zum Value Area hoch der Vorwoche bei circa 13.425 und da kam dann auch zur Kassaeröffnung Kaufinteresse auf und wir haben diese sehr starke Bewegung gesehen bis über 13.600 im Hoch und da versucht der Markt jetzt zu konsolidieren in diesem Bereich des 200-Tage-Durchschnitts und da dürfte es insbesondere heute Nachmittag interessant werden, wenn die US-Indizes auch öffnen, ob der DAX weiterhin diese Stärke zeigen kann oder ob er dann vielleicht hier auch in die Range der Vorwoche zurückfällt. Also das dürfte auch das Hoch der letzten Woche bei
13.565 hier im Future. Sollten wir diese Marke von oben testen, könnte da auch nochmal vielleicht Kaufinteresse aufkommen. Ansonsten sollten wir innerhalb der Range der Vorwoche zurückfallen, könnte hier auch eine etwas größere Gegenbewegung oder zumindest Konsolidierung folgen. Und dann in den kleinen Zeiteinheiten hier auf Tagesbasis, VWAP und Volumenprofil, da zeigt sich auch diese Stärke hier seit 9 Uhr. Und die versuchen wir jetzt hier eher über eine Seitwärtskonsolidierung auch erstmal zu verdauen. Bisher gab es noch keinen Rücksetzer zum VWAP des aktuellen Tages, aber wenn es den geben sollte, wäre das vielleicht auch im ersten Anlauf hier eine Kaufgelegenheit. Den Kassachart, es gab ja ein kleines Abwärtsgap, das dann aber sehr, sehr zügig nach 9 Uhr geschlossen worden ist und dann quasi die starke Aufwärtsbewegung, der Ausbruch aus der Range vom Freitag. Das Hoch vom Freitag haben wir dann auch kurzzeitig getestet. Das war ziemlich genau gegen 11 Uhr. Also da vielleicht die erste auch Einstiegsgelegenheit nochmal auf der Long-Seite. Und ja, jetzt auch sehr, sehr viel Volumen hier ausgeprägt im Bereich von 13.600. Und da muss man schauen, wie es jetzt nach dem etwas ruhigen Mittagshandel dann weitergeht, wenn dann auch mit Impulsen von der Wall Street zu rechnen ist. Ja, die Wall Street, wenn wir die mal noch mit reinbringen und vielleicht direkt vergleichen, die hat sich ja gar nicht so gut gehalten wie der DAX. Der DAX war in der letzten Woche im Plus über 1,5%, während der Dow Jones 1,5% Abgabe, die Nasdaq sogar 6% verloren hatte. Genau, der Dow Jones im Vergleich ja wirklich noch relativ stark. Also hier sieht man, der hat ja in der letzten Woche auch schon den VWAP des aktuellen Jahres getestet. Den DAX nochmal zum Vergleich, der ist da noch ein kleines Stück weit von entfernt. Also das ist natürlich noch ein weiteres Ziel auf der Oberseite, circa 13.830. Der VWAP diesen Jahres, der bisher immer für Verkaufsdruck gesorgt hat im Verlauf des Jahres. Aber wenn wir uns insbesondere den Nasdaq mal im Vergleich anschauen, der ja wirklich da relative Schwäche auch gezeigt hat und gar nicht so weit von den Jahrestiefs entfernt ist. Also der hat hier immer wieder in den letzten beiden Handelswochen Verkaufsinteresse im Bereich des Value Area Tiefs des aktuellen Jahres gefunden. Und ja, wie gesagt, der Abwärtsimpuls in der letzten Woche auch sehr, sehr stark, auch nach der FED-Sitzung. Und da könnte es durchaus sein, dass hier bei irgendwelchen negativen News in dieser Woche könnten ja durchaus noch die eine oder anderen News dafür als Katalysator dienen, dass da vielleicht sogar nochmal Jahrestiefs angelaufen werden, während wir im Dow Jones oder im DAX ja davon aktuell sehr weit entfernt sind. Ja, aber man muss ja dazu sagen, fairerweise, die Zinsanhebung in den USA, die bezieht sich ja in erster Linie mal auf den US-Markt, also dass die Investoren da ein bisschen Deckung gehen. In Europa ist es ja noch lange nicht so weit. Die EZB hat ja eher schüchterne Schritte bisher walten lassen. Genau, da sind wir erst bei 2% jetzt angelangt in Europa. Da ist natürlich auch noch vielleicht der eine oder andere Zinsschritt zu erwarten in den kommenden Monaten, aber bei weitem nicht solche starken Schritte, wie das in den USA getätigt worden ist. Von daher ja, muss man abwarten, wie sich die Zinspolitik in beiden Räumen auch fortsetzen wird und welchen Einfluss dann letztendlich das auch auf die Aktienmärkte hat, weil die sind durchaus sehr sensibel für dieses Thema Zinsen, ja. Ja, da werden wir sicherlich noch einige Überraschungen vielleicht auch sehen, denn bisher hat es noch gar keine Bremsspuren so richtig in der Wirtschaft hinterlassen. Ich will nicht sagen im Gegenteil, aber wenn man sich Rohstoffe beispielsweise anschaut, wie den WTI-Preis, der ja so ein bisschen das Spiegelbild der Wirtschaft ist, so steht er ja sehr robust da in den letzten Monaten. Genau, der hat jetzt auch wieder in den letzten Wochen Stärke hier gezeigt, nachdem wir hier das Value Area Hoch des Vorjahres getestet haben. Und dann sind wir wieder aus der Range, auch aus der Jahresrange, also aus der Range des Vorjahres ausgebrochen. Und da gab es vielleicht die ein oder andere Kaufgelegenheit auch im Bereich von 85, 86 Dollar. Mittlerweile haben wir die 90 Dollar wieder zurückerobert. Also jetzt das nächste Ziel auf der Oberseite hier vielleicht wieder der VWAP des aktuellen Jahres bei aktuell circa 97 Dollar. Und dann ist auch die runde Marke von 100 Dollar nicht mehr weit entfernt. Also das ist durchaus jetzt wieder hier ein kurzfristiger Aufwärtstrend, der sich hier etabliert hat. Apropos Rücklauf, ich habe den Goldpreis im Blick gehabt in der letzten Woche, denn diese 1680, über die wir schon seit Monaten gesprochen haben, die steht nun auch wieder auf der Agenda und damit auch eine Berührung von dem langfristigen Abwärtstrend.
Ganz genau. Wir sind wieder an dieser markanten Marke, an der wir hier auch vor einigen Wochen schon mal waren und da wirklich einen sauberen nochmal Abwärtsimpuls gesehen haben. Und jetzt sind wir wieder an einem ähnlich markanten Bereich, wieder die Trendlinie und dann diese Tiefs auch, die wir im letzten Jahr das ein oder andere Mal hier ausgebildet haben bei circa 1680 Dollar, nachdem der Goldpreis ja jetzt mehrmals hier Kaufinteresse im Bereich von circa 1620 bis 1630 Dollar gefunden hat. Also dreimal gab es da wirklich nennenswertes Kaufinteresse, so auch insbesondere am letzten Freitag nach dieser kleinen Umkehrkerze hier am Donnerstag. Und jetzt dürfte es interessant sein, ob jetzt hier wieder Verkaufsdruck reinkommt oder ob diese Trendlinie jetzt nach vielen, vielen Monaten vielleicht mal nach oben durchbrochen werden kann. Ja, dafür würde sprechen, dass Unsicherheit in die Märkte reinkommt. Also Unsicherheit kann ja nicht nur aus den Wirtschaftsdaten herausstammen, sondern vielleicht auch von politischer Hinsicht. Ich habe zum Beispiel ganz viel über Donald Trump in jüngster Zeit wieder gelesen. Der möchte zurück auf die politische Bühne. Genau, also da stehen jetzt diese Midterm-Elections auch an in den Ja. USA und da dürfte es interessant sein, wie die ausgehen, insbesondere dann für Demokraten und Republikaner. Und von dieser Seite gibt es natürlich Impulse zu erwarten und dann auch in dieser Woche nochmal die CPI-Daten, die anstehen, die könnten auch durchaus für eine Bewegung in die eine oder andere Richtung, insbesondere auch im Goldpreis hier sorgen. Ja, eine spannende Woche. Also steht uns bevor und wir wollen zum Start der Woche natürlich auch immer darauf schauen, was gab es denn für Gewinner und Verlierer aus der Vorwoche und was gab es dazu für News? Genau, schauen wir uns hier die Gewinner und Verlierer aus dem DAX 40 in der Vorwoche an. Insgesamt ein gemischtes Bild, aber durchaus eher positiv. 27 Einzelaktien waren im Plus, nur 13 im Minus. Starten wir hier auf der Verliererseite mit einer Sartorius. Das war der Verlierer der letzten Woche mit minus 4,75%. Eine Deutsche Börse auf einem ähnlichen Niveau, minus 4,3% und eine Symrise mit Abschlägen von minus 3,3%. Auf der Gewinnerseite zu nennen, eine E.ON mit plus 5,2%, eine Fresenius Medical Care mit plus 9% und der Gewinner der Vorwoche im DAX war die Adidas mit 14,8% Zugewinn. Ja, dann lass uns gerne mit der Adidas anfangen. A wie Adidas, da gab es auch eine News dazu und zwar sollte der, oder was heißt sollte, es ist zumindest im Markt die Spekulation gesehen worden, dass der Chef von Puma jetzt der Chef von Adidas werden soll. So rum ist es richtig formuliert. Es ist aus meiner Sicht noch nicht bestätigt. Und ob das für den Kursanstieg letzten Endes nachhaltig sein kann, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Bisher sieht man wirklich nur einen Spike, also die Freitagskerze, nachdem sich der Abwärtstrend ja wirklich nochmal beschleunigt hatte in den letzten Wochen, muss man jetzt schauen. Die runde Marke von 100 Euro wurde ja kurzzeitig auch unterschritten und jetzt wirklich dann am Freitag phänomenal zurückerobert. Und das dürfte vielleicht auch ein signifikantes Niveau für die kommenden Handelstage oder Wochen sein, ob diese Marke halten kann. Und ja, da muss man noch abwarten. Also für mich zeigt sich noch nicht wirklich hier eine abgeschlossene Bodenbildung, sondern es ist eine Gegenreaktion im sehr, sehr deutlichen Abwärtstrend. Hier sieht man auch der 100- und 200-Tage-Durchschnitt noch sehr, sehr deutlich nach unten abwärts gerichtet. Und es ist natürlich immer Rückschlagspotenzial da, auch bis zu den gleitenden Durchschnitten. Aber es muss sich noch zeigen, ob hier vielleicht in den kommenden Wochen auch dann eine nachhaltige Umkehr stattfinden könnte oder ob sich der Abwärtstrend dann weiter fortsetzen könnte. Ja, und vor allem abseits der Charttechnik ist ja natürlich immer die Frage, ob der Chef eines Konkurrenzunternehmens in dem Unternehmen die Fäden viel, viel besser ziehen kann, denn dann hätte er es ja bei Puma auch schon getan, oder? Ja, also sehe ich ähnlich. Da muss man wirklich schauen, ob das für die nötigen Impulse sorgen kann, um die Aktie dann und auch das Unternehmen wieder in bessere Fahrwasser zu begleiten. Genau, vielleicht können wir da parallel auch auf Puma schauen, die meines Erachtens ebenfalls im Abwärtstrend sind. Ja, die Aktie war auch in den letzten Monaten hier sehr, sehr deutlich im Abwärtstrend, hat am Freitag hier auch nochmal ein neues Jahrestief ausgebildet. Hier sieht man auch sehr volatil die Aktie am Freitag, konnte dann dennoch hier positiv den Handel und auch die Woche beenden, oberhalb von 45 Euro. Das ist ja auch ein wichtiges Niveau für die Aktie und jetzt muss ich zeigen, ob hier wirklich
weiter Kaufinteresse aufkommt. Bisher heute ein sehr ruhiger Handel, also eine Inside-Kerze in der großen Kerze vom Freitag. Und ja, sollten wir da nach oben ausbrechen, auch aus der Freitagskerze oberhalb von 49,25 und dann auch die 50-Euro-Marke hier knacken, könnt ihr vielleicht auch eine etwas nachhaltige Bewegung einsetzen. Aber wie gesagt, auch weiterhin im bestehenden Abwärtstrend, ja. Für die ganze Branche gilt weiterhin eher Zurückhaltung, da die Konsumneigung bei einigen ja aufgrund der hohen Inflation allein schon niedriger ist und da es auch hier Lieferengpässe gibt, denn in Vielzahl dieser Produkte, die von Adidas und Puma vertrieben werden, die werden eben tatsächlich auch in China hergestellt und wenn es dort zu einem Lockdown wieder gibt, auch wenn es nur ein Teil-Lockdown ist, dann kommt einfach nichts mehr nach. Ganz genau. Also diese No-Covid-Strategie in China, die hat ja weiterhin Bestand. Von daher gibt es ja immer wieder Fabrikschließungen und damit werden dann natürlich die Lieferketten dann auch durchbrochen und unterbrochen. Und das haben insbesondere solche Unternehmen wie Adidas oder Puma, die sehr, sehr viel in Asien und insbesondere in China produzieren lassen, sind natürlich sehr stark davon betroffen, ja. Genau, das sollte man hier auf alle Fälle mit bedenken. Ja, noch ein anderes Unternehmen, das hattest du nicht auf der Top-Flop-Liste, das würde ich aber gerne mit dir besprechen, ist die Linde, die ja als größter DAX-Konzern durchaus ein erhebliches Gewicht hat. Und ich glaube, da gehen auch ein paar Punkte auf das DAX-Konto seitens Linde, weil der Kursanstieg in jüngster Zeit jetzt fast bis zum Jahreshoch ja schon sehr, sehr bedeutsam war. Ja, da sind wir jetzt kurz davor, hier das Jahreshoch zu testen. Das hier Ende Mai, Anfang Juni des Jahres ausgebildet worden ist bei ca. 315 Euro. Und ja, stehen wir kurz davor, das zu testen. Insgesamt ist es hier eher eine Seitwärtsrange, die wir hier sehen, mit der Begrenzung bei ca. 275 auf der Unterseite und diesen angesprochenen 315 auf der Oberseite. Die gleitenden Durchschnitte hier sehr, sehr flach aktuell und damit auch etwas nichtssagend, weil es eher eine Konsolidierungsrange ist. Und da dürfte dann insbesondere spannend sein, wenn da ein Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange auch erfolgen könnte. Aktuell natürlich auf der Oberseite zu favorisieren. Aber die Aktie hat natürlich jetzt schon eine große Bewegung hingelegt. Von daher brauchen wir vielleicht hier erst nochmal einen Rücksetzer, bevor dann hier auch ein nachhaltiger Ausbruch nach oben stattfinden könnte. Ja, falls wir das überhaupt noch erleben an der deutschen Börse, denn der Kursanstieg ging ja einher mit der Meldung, dass Linde oder der Vorstand das Unternehmen von der deutschen Börse nehmen möchte. Also nicht komplett von der Börse, die notieren ja auch in New York. In New York ist viel, viel mehr Handel als in Frankfurt und man sagt, dass es eher kursbremsend ist, wenn es eine Zweitnotiz noch in Deutschland gibt. Ja, da muss man wirklich schauen, wie es da weitergeht und wie man sich da letztendlich auch entscheidet, ob man nur in Deutschland oder in den USA notiert sein möchte. Und da dürfte auf jeden Fall wahrscheinlich dann die USA, die New Yorker Börse, den Vorrang haben vor Deutschland. Und das dürfte interessant sein in den nächsten kommenden Wochen oder Monaten. Ja. Ja, zum Vergleich, ich sagte ja schon, der stärkste Wert im DAX von der Marktkapitalisierung Linde ist aktuell bei 145 Milliarden Euro notierend. Auf Platz 2 ist dann der Software-Riese SAP mit 107 Milliarden und dann kommt erst die Deutsche Telekom mit einer Marktkapitalisierung von 90 Milliarden. Genau, es ist wirklich ein wichtiges Schwergewicht. Und ja, wenn das den DAX letztendlich verlassen würde, hat es natürlich auch Auswirkungen auf den Index. Und dann ja, kommt natürlich wahrscheinlich ein wesentlich kleineres Unternehmen, was nachrückt. Also das dürfte dann die Marktkapitalisierung des DAX insgesamt natürlich deutlich negativ beeinflussen, ja. Ja, das stimmt. Ja, aber lass uns doch gerne auf Platz 2 und 3 auch noch schauen, die ich mitgenannt hatte, denn SAP als Softwarekonzern hält sich zwar im Vergleich zur Nasdaq sehr, sehr gut, aber liegt unter den Möglichkeiten, die der Vorstand selber vorgibt, denn da wurde ja ab und an mal zugekauft unter der 100, habe ich auf mehreren Portalen gelesen. Also die Unternehmenslenker selber glauben, dass der Kurs viel zu niedrig bewertet ist. Genau, und die Aktie hat auf jeden Fall in den letzten Wochen hier auch Stärke gezeigt. Hier sieht man auch insbesondere hier nach dem Gap dann auch vom 24. auf den 25.10. Da wurde quasi über Nacht, kann man sagen, diese obere Range-Begrenzung nach oben verlassen, als auch der 200-Tage-Durchschnitt nach oben dann geknackt. Und dann erfolgte hier auch letzten Freitag nochmal so der Retest von oben, hier bei ca. Ja, 94,95 Euro. Und jetzt heute auch im Handel der,
der Aufwärtsimpuls, der sich hier fortsetzt. Und jetzt sind wir nicht mehr weit davon entfernt, auch die runde Marke von 100 Euro vielleicht nochmal in naher Zukunft zu testen. Also das sieht durchaus hier nach einer Bodenbildung aus, hier im Bereich von 85 Euro der Aufwärtsimpuls. Und jetzt darf man schauen, wie die Stärke hier weiter ausfällt und ob dieser Aufwärtstrend auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter Bestand hat. Immerhin wird Geld verdient. Wir sprachen ja vor einigen Wochen schon mal darüber, dass genauso wie Oracle SAP die Preise auch an die Endkunden weitergibt, die gestiegenen Preise. Jetzt hat man natürlich noch eine andere Variable in der Kalkulation eines Unternehmens und das sind die eigenen Kosten für die Mitarbeiter. Und die sind gerade bei Softwareunternehmen durchaus hoch. Und ja, da habe ich eine Meldung gelesen, dass die Mitarbeiter mit der Gehaltserhöhung vom Anfang des Jahres von 2,7% nicht zufrieden sind. Also die möchten mehr und sie haben es auch skizziert oder auf den Punkt gebracht. 10,5% Inflationsausgleich möchten die Mitarbeiter von SAP haben. Das haben sie über eine Tochtergesellschaft der Verdi, das ist ja die große Gewerkschaft, die heißt, glaube ich, Upgrade, wollen quasi ein Gehaltsupgrade über Upgrade erreichen, hier verlauten lassen, ob das durch geht oder nicht, große Frage. Kurze Frage, also das dürfte interessant sein, letztendlich, ob man diesen Forderungen dann nachgibt oder ob man sich irgendwo dann auch letztendlich einigt auf etwas niedrigerem Niveau, weil 10% ist dann durchaus auch eine recht hohe Forderung, ja. Ja, genau. Also mal schauen, was das dann noch für einen Kostenblock vor sich her schieben lässt für das Unternehmen und wie das vielleicht aufgefangen wird. Aber die Aktie sieht erstmal ganz gut aus. Das kann man eigentlich auch zur Deutschen Telekom sagen. Die hatten wir auch mal porträtiert vor 3 Wochen, möchte ich meinen. Da stand sie, als der DAX noch stark gefallen ist, so ein bisschen als Fels in der Brandung da. Genau, und sie hat ja in der Zwischenzeit auch hier ein neues Jahreshoch ausgebildet letzten Freitag und ja, dieses vorbeige Hoch auch deutlich überschritten. Von daher, die Stärke ist hier weiterhin intakt, könnte man sagen. Hier gab es auch kaum einen nennenswerten Rücksetzer, der vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Von daher auch relativ schwierig, sich vielleicht in den letzten 2, 3 Handelswochen hier zu positionieren, weil das wirklich fast wie an der Schnur gezogen hier nach oben ging, die neuen Jahreshochs und ja, aktuell vielleicht dann auch zu spät hier einzusteigen und da muss man noch vielleicht den einen oder anderen Rücksetzer abwarten. Aber es ist weiterhin hier auch eine relative Stärke im Vergleich zu vielen anderen DAX-Aktien und auch zum Index als Ganzes. Da spielten sicherlich auch die guten Zahlen von T-Mobile US in die Karten, die sich ja von den Wettbewerbern der Sprint beispielsweise gut abheben konnten. Genau, in den USA auch wieder die T-Mobile US sehr, sehr stark, auch im Vergleich zu Verizon oder AT&T, zu diesen etablierten großen Telekommunikationsanbietern in den USA. Und das gibt auch quasi der deutschen Telekom hier in Frankfurt Aufwind. Ja, und den wird man sicherlich festhalten, möchte ich meinen, an der Beteiligung, die wird nicht so einfach verkauft werden. Ja, das denke ich auch. Ja, dann schauen wir gerne nochmal auf eine Airbus, die ist positiv aufgefallen, dadurch, dass sie gar nicht mehr mitgefallen ist in jüngster Zeit. Und da gab es keine Meldung, die ich zumindest vernommen hatte, über neue Modelle oder so weiter. Aber die Aktie kann sich trotzdem ganz gut nach oben entwickeln und auch das Jahreshoch fast anstreben. Genau, zwischenzeitlich ja wirklich relative Schwäche, dann nochmal der Ausbruch unter die 90 Dollar, aber diese Marke zügig zurückerobert, das war so der Schlüsselbereich, denke ich, auch für die Aktie und seitdem auch ein sehr, sehr starker Aufwärtsimpuls. Der 100- und 200-Tage-Durchschnitt konnten hier keinen Widerstand bieten und ja, seitdem auch die Jahreshochs wieder im Visier. Die liegen hier im Bereich von circa 120 Euro, ja, in Reichweite könnte man sagen. Es ist eine Seitwärtsrange, eine Seitwärtskonsolidierung über die letzten Monate. Und ja, wenn der Gesamtmarkt dann auch weiterhin gut performt, könnten dann auch in naher Zukunft hier vielleicht neue Jahreshochs winken und dann vielleicht auch ein Ausbruch aus dieser Konsolidierungsrange erfolgen. Ja, schauen wir mal, wie sich da insgesamt der Flugverkehr oder auch der Tourismus weiterentwickelt. Auch da gibt es in dieser Woche ja noch mal ein paar Quartalszahlen aus den USA, aus der Richtung. Du hast jetzt aus Versehen Jahrestief gesagt, deswegen hast du wahrscheinlich schon gesehen, instinktiv, dass wir noch mal über Siemens Energy sprechen, denn die hat sich von dem Jahrestief, was wir jetzt Anfang November noch mal gesehen hatten, ganz gut abstoßen können. Oder dann war nicht ganz Jahrestief, das hatten wir im Oktober, aber noch mal ein Tiefpunkt und vom Jahrestief berechnet sind es ja jetzt auch schon mal wieder fast 20%.
Genau, wir haben bei so vielen Aktien hier immer wieder neue Ja. Jahrestiefs etabliert. Von daher ist es schwierig, jetzt von neuen Jahreshochs zu sprechen, weil was wir ja diesem Jahr sehr, sehr selten gesehen haben in den letzten Monaten. Von daher muss man sich da auch etwas umgewöhnen nochmal. Aber das ist ja durchaus positiv, wenn der Markt jetzt wieder in die andere Richtung dreht. Siemens Energy, ja, war auch sehr, sehr schwach in den letzten Monaten, ist weiterhin hier auch im bestehenden Abwärtstrend. Die Gegenbewegung, du hast es angesprochen, ist durchaus relativ stark ausgefallen. Und ja, jetzt muss man schauen, ob die Energie hier ausreicht, vielleicht auch wieder die obere Trendkanalbegrenzung und den 100-Tage-Durchschnitt zu testen. Dieses vormalige Tief hier aus dem Juli könnte dabei auch relevant werden als potenzieller Widerstand hier auf der Oberseite. Das ist auch ein Bereich, den wir Anfang September nochmal getestet haben. Von daher als mögliches Ziel auf der Oberseite und sollten wir darüber ausbrechen, könnte da vielleicht auch der Abwärtstrend ein Stück weit gebrochen werden. Ja, schauen wir mal, wie das da weitergeht. Manchmal gibt es ja auch Signale im Chart, die sich später als ein Fehlsignal herausstellen. Das haben wir bei der E.ON, die hattest du eingangs ja mit als Wochengewinner der vergangenen Woche skizziert gesehen. Denn die 8-Euro-Marke, die hat seit, ich glaube, 5 Jahren oder so hatten wir das mal zusammen auseinander gezoomt, immer wieder gehalten. Und dann doch der Dip darunter mit einem sehr, sehr starken Reversal. Genau, sehr, sehr starkes Reversal, nachdem man diese wichtige Unterstützungsmarke bei ca. 7,8 bis 8 Euro wirklich nach unten verlassen hatte. Starkes Reversal, mittlerweile auch wieder den 100-Tage-Durchschnitt hier zurückerobert. Und ja, jetzt könnte man hier vielleicht auch noch eine abwärtsgerichtete Trendlinie einzeichnen. Die ist jetzt auch vielleicht, ja, die wir ziemlich genau heute auch testen. Und da dürfte es interessant sein, ob hier nochmal Verkaufsdruck reinkommt oder ob wir diesen Abwärtstrend dann auch durchbrechen und dann vielleicht Richtung 200-Tage-Durchschnitt handeln. Der zieht ja jetzt auch jeden Tag hier weiter mit nach unten und könnte dann vielleicht in den nächsten Wochen auch nochmal eine gewisse Relevanz hier mit sich bringen. Vielleicht zum Abschluss noch der Blick auf die Deutsche Bank, denn gerade beim Zinsumfeld ist ja die Bankenbranche sehr, sehr spannend. Der vergangenen Woche im Dow Jones waren das mit die Wochengewinner, JP Morgan Chase, eine Goldman Sachs und so weiter. Also eine Deutsche Bank konnte die von der Zinsanhebung in den USA profitieren. Ja, die hat sich auf jeden Fall in den letzten Wochen auch sehr, sehr gut hier etabliert, ist aus diesem, ja, aus dieser Seitwärtsrange, aus dieser Konsolidierung nach oben ausgebrochen und testet jetzt den 200-Tage-Durchschnitt von unten und konsolidiert da über einige Tage ziemlich genau auf diesem Niveau bei ca. 9,75 Euro, knapp unter der runden Marke von 10 Euro. Und da dürfte es interessant sein, ob wir jetzt vielleicht dann auch den zweistelligen Bereich bald wiedersehen in der Deutschen Bank. Es ist auf jeden Fall hier auch eine Stärke zu erkennen. Und der Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange gibt Hoffnung, dass hier auch noch mehr zu erwarten ist, ja. Ja, mehr zu erwarten gibt es auf alle Fälle von unserer Seite, da wir in dieser Woche ja natürlich auch nochmal über die Wall Street sprechen und dann sicherlich auch die ein oder andere Aktie ein bisschen genauer beleuchten. Ja, machen wir gerne. Freue ich mich drauf. Ich freue mich auch. Bis dahin alles Gute und vielen Dank an dich, Roland Jegen. Sehr gerne. Bis dann.